Ja, ja, warum bist du da? Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich das erste Video auf diesem Kanal. Ja genau, ich habe auch einen Kanal, wo ich alle Videos auf Chinesisch mache. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne meine chinesischen Videos auch anschauen. Viele davon haben Untertitel. Mein Name ist Xiaoxu, ich komme aus China. Ich bin seit 2,5 Jahren in Deutschland. Zurzeit wohne ich in Stuttgart. Ich habe die deutsche Sprache erst in Deutschland gelernt, also seit 2,5 Jahren lerne ich Deutsch. Deshalb finde ich, ist jetzt die Zeit, Videos auch auf Deutsch zu machen. Ich hoffe, dass ihr in diesem Video trotzdem verstehen könnt, was ich sage. Ich habe immer eine Frage von deutschen Kollegen und Freunden bekommen. Und zwar, warum Deutschland? Warum kommst du nach Deutschland? Warum möchtest du in Deutschland bleiben? Wenn du auch so was fragen möchtest, was mag ich, was mögen die Chinesen in Deutschland? Dann ist es genau ein Video für dich. Ich werde mehr von meinem Leben in Deutschland und meiner Meinung zu Deutschland auf diesem Kanal teilen. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du Lust hast. An die Gründe, warum vor 3 Jahren ich die Entscheidung getroffen habe, in Deutschland zu studieren, kann ich mich echt schon nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich auf einer Seite wegen des qualitativ hochwertigen Bildungssystems mit günstigen Studiengebühren. Auf der anderen Seite, da ich in China aufgewachsen bin, war ich noch nie in andere Länder außer in Asien. Und ich finde, Europa ist sehr schön. Aber jetzt nach 2,5 Jahren in Deutschland kann ich doch sagen, Deutschland gefällt mir doch sehr. Hier zeige ich euch 5 Dinge, was ich an Deutschland liebe. Zuerst Weihnachten. Winter in Deutschland ist es so kalt. Aber zum Glück gibt es hier auch Weihnachten. Letztes Jahr war ich 5 oder 6 Mal auf dem Weihnachtsmarkt in unserer Stadt. Lebkuchen, Glühwein und so viele Lichter. Während Weihnachten sieht Deutschland einfach wie im Märchen aus. Und das ist genau, was ich dachte vom Aussehen der europäischen Welt. Auch während der Adventszeit, alle Leute, alle Läden sehen so glücklich aus. In den Läden gibt es Adventskalender und Rabatt. In den Unternehmen gibt es Weihnachtsfeiern. In der Familie machen die Leute Lebkuchen und so viele andere Süßigkeiten und für Weihnachtsgeschenke vorbereiten. Fast den halben November und ganzen Dezember sind die Leute mit der Vorweihnachtszeiten beschäftigt. So was finde ich so süß, beliebt und erwärmt. Dieses Jahr, glaube ich, gibt es keinen Weihnachtsmarkt mehr wegen Corona. Trotzdem freue ich mich sehr auf die Weihnachtszeit. Und zweite, Work-Life-Balance. Das habe ich schon bevor ich nach Deutschland gekommen bin gehört. Die Deutschen arbeiten normalerweise maximal nur 40 Stunden jede Woche und auf keinen Fall am Wochenende, insbesondere am Sonntag. Das finde ich echt gut, dass Arbeit und Leben immer getrennt sind. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, arbeitete ich bei einem Unternehmen in China. Theoretisch sollen wir von 8 Uhr bis 17 Uhr arbeiten. Aber es gab keine Regel, dass du alle Aufgaben in 8 Stunden erledigen solltest. Dafür gab es manche Kollegen, die am Vormittag nur Zeitung lesen und im Web surfen. Dann ab 15 Uhr oder 16 Uhr fangen die Ärzte wirklich arbeiten an, bis 20 Uhr oder 21 Uhr. Die Chefs finden dann, die Kollegen sehr fleißig sind. Im Büro muss man dann den Fettbefehl, wer im Büro länger bleibt, gewinnen. Effizienz spielt da gar keine Rolle. Und auch außerhalb der Arbeitszeit muss man trotzdem Messages so schnell wie möglich beantworten. Arbeiten nimmt so großen Teilen vom Leben ein. Während meines Praktikums fand ich zuerst nicht so gewöhnlich, wenn ich meine Aufgabe schon erledigt habe und ich um 16 Uhr schon das Büro verlassen habe. Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Oder ich habe im fleißig sein Spiel verloren. Aber später habe ich gefunden, dass es ganz okay ist. Danach genieße ich auch dieses Arbeitsmodell. Dritte, Direktheit. In China reden wir normalerweise nicht so direkt wie in Deutschland. In unserer Kultur versuchen wir immer nur Positives zu sagen, aber nie Kritisches. Der Vorteil ist dann,
Oberflächlicher haben wir fast keine Konflikte. Der Nachteil ist dann natürlich, es ist nicht so gut, die Probleme zu lösen und uns zu verbessern. Das ist auch ganz unterschiedlich in Deutschland. Zuerst habe ich auch Angst davor, wenn jemand direkte kritische Sätze zu mir sagt, wenn ich irgendwas Fehler gemacht habe. Ich dachte, er ist zornig geworden und er wird mich in Zukunft hassen. Aber später finde ich, es ist doch gut, wenn jemand dich auf deine Fehler hinweisen kann. Und gleichfalls, du darfst auch sagen, wenn du etwas schlechter findest. Wir wollen nur die Probleme lösen. Das hat nichts zu tun mit Persönlichkritik. 4. Individualismus. Ich habe in Deutschland gelernt, Individualismus ist doch ein positives Wort. Individualismus ist nicht eigennützig, sondern man selbst als ein Mensch ist wichtig. Ich bin nicht nur das Kind von meinen Eltern, nicht nur ein Mitglied in der Gruppe, ich bin ich. 5. Kuchen. Zu guter Letzt Brot und Kuchen. Ein guter Anfang für morgens ist ein Butterbrezel mit viel Butter. Und zum Einstand, Geburtstagsfeiern und nachmittags ist es immer gut, verschiedene Kuchen zu essen. Wirklich gibt jemand in der Welt, der Kuchen nicht mag. Die Bäckerei ist bestimmt eines von meinen Lieblingsgeschäften in Deutschland. Am besten finde ich Apfeltaschen und Käsekuchen. Beide viele Kalorien, aber beide sind sehr lecker. Und es ist immer so einfach, eine Hausbäckerin in Deutschland zu werden. Ich habe wahrscheinlich zuerst gar keinen Bock auf Backen heute. Aber dann, wenn ich im Supermarkt bin, es ist immer so auffällig, irgendwo kann man deutlich sehen, in Nähe von Eingang oder Ausgang, die Backabteilung, 1000 verschiedene Materialien, um einen schönen Kuchen zu backen. Das war's, die 5 Dinge, die ich in Deutschland am meisten liebe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächstes Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!